So, nachdem vorhin das mit dem Schnee war, jetzt in der Nacht stürmt es gewaltig. Die Kamera hat ein eigenes kleines Lämpchen vorne dran, aber das reicht nur gerade bis zur Hauswand. Aber wir haben eine Taschenlampe, und zwar eine von diesen bösen, modernen, die so hell sind. Und siehe da, mit denen kann man richtig was machen. Ja, da geht jetzt die Tanne rauf bis nach oben. Nehme ich die Lampe weg, das Licht auch weg. Also die Lampe, Taschenlampe kann richtig was. Ja, hört man auch schön was? Ich glaube nicht, ne? Jetzt focht es gerade nicht. Aber da oben die Tannen, da habe ich zwei Stück von. Die würden so 15 Meter hoch sein, schätze ich mal. Mal ausgucken. Das heißt, wenn Sturm ist, produziert die so viel Geräusch, dass ich also diese Frühwarneinrichtung habe. Ja, Taschenlampe ist gut, ne? Die schafft richtig ein bisschen was. Jetzt warte ich auf eine schöne Windböe, damit sich die Aufnahme auch lohnt. Wäre doch blöd, wenn nicht, nicht? Ja, wie Sie jetzt hören, hören Sie nichts, dann kann ich mit der Taschenlampe so lange rumspielen. Die lässt sich auch als Strahl zurecht machen. Wie man sieht, eine gebündelte, viereckige LED. Ich versuche mal spaßeshalber zu zoomen, mal gucken. Genau, ich zoome jetzt mal brutal auf dieses winzige Viereck. Und ich muss sagen, die Lichtausbeute ist okay, würde ich mal sagen. Ja, gut zielen hier. Schärfe ist auch gut. Ja, da hinten gibt es nichts. Auch in der Entfernung sind da hinten keine Bäume. Ja, zoome ich mal spaßeshalber wieder raus. Ah, wir hören es wieder rauschen. Ja, so weit waren wir weg. Den Taschenlampenzoom mal wieder hier rausbauen. Gut. Oh ja, jetzt hört man es auch mal ein bisschen. Tja, ich weiß nicht, wie es nachher auf der Aufnahme klingt, aber naja, es ist nennenswert. Es ist ja nicht gerade ein Sturm, aber für morgen ist was angekündigt. Vielleicht kriegen wir noch ein paar schöne Bilder zu sehen. Nun muss das für heute erstmal reichen.